Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst in Real Life. Schön, dass ihr da seid. Schön, zumindest eure Augen zu sehen. Auch herzlich willkommen an die Leute am Livestream. Ich freue mich so und es ist so eine Freude, hier zu sein im Hause des Herrn. Ihr seid herzlich willkommen. Hey, wenn du ein Handy hast, dann nimm das doch einfach gleich mal raus und dann geh auf YouTube und such mal den Kanal Neues Leben e.V. Und dann siehst du da unseren Livestream und dann kannst du auf den kleinen Pfeil oben rechts gehen oder wo auch immer der bei dir ist und auf Teilen drücken und dann schick doch mal den Link für den Gottesdienst an 3 von deinen Freunden oder 3 Familienmitglieder, wo du denkst, Mensch, die dürfen den Gottesdienst heute nicht verpassen. Oder du kannst es auch in deinen WhatsApp-Status tun, aber da bitte nur einmal. Wir wollen ja nicht spammen, nur informieren, dass es stattfindet. Und ja, während ihr das macht, ich möchte euch einfach einladen, trotz aller Umstände zu sagen, Jesus, mich kann nichts davon abhalten, dich zu loben und dich zu preisen. Und ich entscheide mich, heute mir nicht die Freude rauben zu lassen. Vielleicht ist dein Freudenrauber, dass du einen Mundschutz tragen musst beim Lobpreis. Vielleicht ist dein Freudenrauber, dass du zu Hause bist und nicht hier sein kannst. Aber lass dir diese Freude nicht rauben, weil in der Bibel steht, dass die Freude am Herrn unsere Kraft ist und unsere Stärke ist. Und es liegt einfach so eine Kraft darin, wenn wir als Christen in Einheit uns dazu entscheiden, wenn wir entgegen aller Umstände sagen, hey, ich will meinen Gott loben und ich will meinen Gott preisen und ich lasse mich davon nicht aufhalten, sondern egal was ist, ich lobe Gott und ich preise Gott. Und ihr könnt auch vor dem Livestream, ihr könnt die Entscheidung heute treffen, hey, wir sind eins, wir loben und preisen den gleichen Jesus, den gleichen Gott und er ist heute hier und er ist da und er ist nah. Und ich möchte mit uns heute Morgen einfach kurz beten. Danke, Jesus, dass du kein Gott bist, der weit weg ist, dass du kein Gott bist, der Abstand hält, sondern dass du ein Gott bist, der so nahe ist, dass er sogar in uns Wohnung sucht, dass er in uns wohnt. Danke, Jesus, dass du da bist und dich loben wir und dich preisen wir. Jesus, wir wollen dir begegnen heute. Danke, dass du für uns etwas vorbereitet hast. Amen. Ja, und jetzt lasst uns einfach Gott die Ehre geben und ihm singen, ihn preisen. Und dazu möchte ich euch einladen, ihr dürft gerne aufstehen. Und lasst uns das bewusst singen, dieses Bewusstsein, dass wir eins sind. Nicht durch physische Nähe, sondern durch Gottes Geist. Und er ist hier mitten unter uns und er ist es wert, dass wir ihn preisen.
nicht ein Grund, sich zu freuen und ihm die Ehre zu geben? Halleluja. Thank you.
wunderbarer Tag und wir freuen uns jeden Tag, Herr, jeden Tag über dich, weil du so viel für uns getan hast, weil du dein Leben für uns gegeben hast am Kreuz. Du hast uns erlöst, Halleluja, du hast uns erlöst und in dein liebendes Herz gebracht. Wir dürfen leben mit dir, Jesus, und in alle Ewigkeit. Und wir wollen einfach ausdrücken jetzt und dir sagen, Herr, wir lieben dich. Oh Herr, wir lieben dich. Wir wollen es dir sagen, Herr, mit unserem Lied, mit unserem ganzen Herzen, Herr, mit unserem ganzen Sein. Wir preisen dich.
meines Lebens Quell bist. Du allein, ich liebe dich. Halleluja. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben deinen Namen. Jesus, wir loben dich und wir preisen dich. Was für eine Freude, bei dir zu sein. Was für eine Freude, auserwählt worden zu sein. Was für eine Freude, dass du unseren Namen schon kanntest, bevor unsere Eltern sich überhaupt kannten, bevor wir entstanden sind, kannte Jesus, kannte Gott schon deinen Namen. Was für eine Freude, so einen Gott zu haben, der sagt, hey, es ist egal, was passiert ist. Es ist egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Es ist egal, es ist weggewaschen. Durch das Blut Jesu bist du reingewaschen. Weiß wie Schnee bist du gewaschen, sagt die Bibel. Weiß wie Schnee gewaschen, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, wenn du sagst, Jesus, ich kann nicht ohne dich und ich merke, dass ich dich brauche, dann kannst du das gerade jetzt tun und sagen, Jesus, sei Teil von meinem Leben. Und wenn du es schon mal gemacht hast, dann mach es nochmal und sag einfach Ja zu Jesus. Ja zu deinem Jesus, zu deinem Gott. Es ist dein Gott, der nicht weit weg ist, sondern dein Gott, der da ist, der für dich ist, der gekommen ist auf diese Erde, um sein ganzes Leben niederzulegen für dich. Es gibt keinen größeren Liebesbeweis, als wenn jemand sein Leben gibt für seine Freunde, sagt die Bibel. Und das ist, was Jesus für dich getan hat. Er hat sein Leben für dich gegeben. Er hat alles gegeben. Oh, danke, Jesus. Du kannst innerlich jetzt einfach nochmal so mit einstimmen und Jesus einfach Danke sagen. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir dafür, für das, was du für uns getan hast. Herr, wir legen unser Leben vor dich hin. Und wir danken dir, dass du einen perfekten Plan hast und dass wir in diesem Plan laufen dürfen, dass wir in diesem Plan wandeln dürfen. Jesus, du stehst über allem. Du hast alles in deiner Hand. Du hast uns in deiner Hand. Wir können nicht tiefer fallen als in deine Hand. Und wir danken dir dafür, dass wir sicher sind bei dir, dass wir geborgen sind bei dir, dass wir dich als unser Zuhause haben dürfen, als die Quelle unseres Lebens, als die Quelle unserer Freude. Danke, Herr, dass unser Leben nicht gebaut ist auf Emotionen und Umstände und Situationen, sondern dass unser Leben gewurzelt ist und gegründet ist in dir, tief verwurzelt in dir, Jesus. Und kein Sturm kann uns umhauen und kein starker Wind kann uns entwurzeln. Niemand kann uns diese Wurzeln nehmen, Jesus, weil wir gewurzelt sind in dir, weil wir gegründet sind in dir. Weil wir schöpfen aus der Quelle des Lebens, weil du diese Quelle bist. Wir danken dir dafür, Jesus. Herr, wir möchten beten für unser Land. Jesus, mehr als je zuvor beten wir für unser Land, für unsere Regierung. Jesus, wir rufen deinen Segen aus über der Regierung. Herr, wir beten, dass Entscheidungen getroffen werden, die deinem Willen entsprechen. Entscheidungen getroffen werden, die deinen Plan widerspiegeln. Und wir rufen aus über unser Land, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und nichts anderes als dein Wille soll geschehen. In Jesu Namen beten wir, Herr. Danke, Jesus, dass wir jeden, der was zu sagen hat in der Regierung, segnen dürfen. Und wir segnen sie mit Weisheit, wir segnen sie mit übernatürlichem Durchblick, mit übernatürlichem Verstand, mit göttlicher Leitung, mit göttlicher Führung in Jesu Namen. Und wir beten für unsere Stadt, Jesus, für Augsburg. Und wir legen dir die Regierung von Augsburg hin und unsere ganze Stadt und die Infrastruktur, die Wirtschaft, die Bildung, die Kultur, Jesus, alles, was in unserer Stadt läuft, Herr, das legen wir dir hin. Und wir danken dir, dass wir in dieser Stadt leben dürfen und wir segnen unsere Stadt, wir segnen unsere Regierung. Und wir möchten beten, Jesus, für alle Menschen, die krank sind, alle Menschen, die wir kennen, die krank sind, Menschen, die auch vielleicht an dem Virus erkrankt sind. Wir rufen aus Heilung in Jesu Namen. In der Bibel steht, dass in deinen Wunden uns Heilung schon zuteil geworden ist, Herr. Und dieses Blut, das geflossen ist, wenden wir an. Wir sagen in Jesu Namen Heilung. Vollkommene Wiederherstellung in Jesu Namen. Und Krankheit hat keinen Platz da, wo Jesus ist. Jesus, wir lieben dich. Und wir lieben deinen Namen. Danke für alles, was du für uns tust. Amen und Amen. Lasst uns doch mal Jesus einen Applaus geben.
so gut. Vielen Dank für euren Lobpreis. Danke, dass ihr uns mit reingenommen habt und uns ein Stück in den Thronsaal Gottes geführt habt. Lasst ihn uns doch Ihnen auch mal einen Applaus geben. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil wir uns hier versammeln dürfen, sondern auch, weil ein Feiertag ist heute. Wir haben heute einen Heldenfeiertag. Und es gibt ein paar Menschen, die haben ein paar Worte an diese Helden gerichtet. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Danke, Mama. Danke, liebe Mama. Danke, Mama, du bist mein allerliebster. Danke, Mama. Alles Gute zum Muttertag. Danke, Mama, zum Muttertag. Sehr gut. Danke, Mama, dass du da bist. Liebe Mama, ich wünsche dir alles, eine große Freude für einen Muttertag. Und hier, ich habe ein Geschenk für dich, eine Blume. Und hier steht noch für Oma. Von David für Mama. Und gefällt es? Ja, ich habe es mit Papa gemacht. Hier bohren wir noch ein Loch bis hier. Und da kann man es einmal hier reinstellen. Zu Wand. Das schaut schön aus für dich. Danke, Mama. Danke, alles Gute zum Muttertag. Alles Gute zum Muttertag. Danke, Mama, du bist die Beste. Hallo, liebe Mama, alles Gute zum Muttertag. Ich liebe dich. Hallo, Mama, ich liebe dich. Alles Gute zum Muttertag. Ja, heute am Muttertag beten wir auch und wollen alle Mütter segnen. Denn Gott hat den Müttern mit jedem Kind eine Gabe gegeben, ein großes Geschenk. Jedes Kind ist etwas vom Himmel, etwas aus Gottes Herzen. Und die Bibel sagt, Kinder sind eine Gabe Gottes. Leibesfrucht ist ein Geschenk. Und wir dürfen jedes Kind aus der Hand Gottes empfangen und wir dürfen jedes Kind begleiten durch dieses Leben im Namen und in der Gnade und in der Kraft unseres Gottes. Und wir wollen jetzt auch im Namen Jesu die Mütter ganz besonders segnen. Dass jede Mutter ihre Kinder so sehen kann, wie Gott sie sieht. Dass jede Mutter Glauben haben kann für ihr Kind. Dass jede Mutter Geduld hat und Freude daran hat, ihre Kinder zu begleiten auf dem Weg ins Himmelreich.
Und dass jede Mutter ihre Kinder sehen kann mit den Augen der Liebe. Und Vater, wir segnen die Mütter. Vater, wir danken dir. Du gibst ihnen Geduld und Weisheit und viel Gnade. Und dass es ihnen auch eine Freude ist, ihre Kinder auf diesen Weg ins Himmelreich zu begleiten. Danke, lieber Vater, für Mütter. Danke für Kinder. Danke für die Bestimmung, die du jedem Einzelnen gegeben hast. Amen. Amen. Und es freut mich, dass ich jemanden anmoderieren darf, der für mich auch ein Held ist. Und das ist unser Pastor Immanuel. Danke, Lisa. Ich freue mich so, dass wir wieder uns versammeln dürfen. Dass wir wirklich Gemeinschaft haben können und zusammen so vor Gott treten können, Gott feiern können, Gott loben können. Ich fand, in dem Lobpreis war Gott so gegenwärtig und er hat sich gefreut an seinen Kindern, die sich hier versammeln und auch an denen, die am Livestream dabei sind und einfach so von ganzem Herzen mitgehen. Das ist das, worauf es ankommt, dass wir von Herzen diese Berührung, diese Begegnung mit unserem Gott suchen und dafür offen sind. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt auch sein Wort, seine Gedanken mit euch teilen darf. Ich möchte an der Stelle auch einfach nochmal ganz herzlich Danke sagen dem Neues Leben Creative Media Team Studios. Neues Leben Creative Studios, die für uns diese Online-Gottesdienste gemacht haben. Jeder Online-Gottesdienst war 100 bis 150 Stunden Arbeit, war viel Arbeit dahinter, aber ihr habt das richtig toll gemacht und ihr habt uns Gottesdienst ins Haus gebracht. Danke dafür. Ich möchte zu Beginn einfach nochmal den Heiligen Geist einladen, denn er ist es, der das Wort Gottes lebendig macht in unserem Herzen. Danke. Heiliger Geist, du bist willkommen hier. Wirke du. Danke, du hast uns Gottes Wort inspiriert und uns gegeben. Und danke, dass wir das miteinander teilen dürfen, studieren dürfen, in unser Leben hineinnehmen dürfen und umsetzen dürfen. Wirke du, sprich du, während ich das Wort einfach teile mit meinen Geschwistern. Und lass daraus etwas Gutes entstehen in unserem Leben. Lass uns einen Schritt vorwärts machen in unserem Glaubensleben, indem wir dein Wort hören. Wirke du, Geist Gottes. Danke, Jesus. Du bist hier präsent bei uns. Du liebst uns. Und danke, Vater, du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Amen. Ja, ich möchte mit euch heute eine Aussage von Paulus anschauen, der in seinen Briefen immer wieder wiederholt, weil es ihm so wichtig war. Und besonders den Philippern schreibt er das mehrmals. Die hat er besonders auf dem Radar gehabt mit dieser Message, mit diesem Aussage. Und ich werde euch jetzt mal aus dem Philipperbrief lesen. Zunächst mal Philipper 2, Vers 18, sagt Paulus oder schreibt Paulus: Ebenso sollt auch ihr euch freuen und sollt euch mit mir freuen. Er fordert sie heraus. Und gleich dann im dritten Kapitel, Vers 1, wiederholt er diese Aussage. Weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Und dann noch einmal in Philipper 4, im nächsten Kapitel. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Er kann das gar nicht genügend zum Ausdruck bringen. Und nach einer anderen Übersetzung möchte ich es noch lesen, nach dem Aussage vom Übersetzung das Buch. Freut euch zu jeder Zeit.
denn ihr gehört dem Herrn. Ich wiederhole es, lebt voller Freude. Dann lesen wir dasselbe auch im Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Freut euch, was auch immer geschieht. Egal, was los ist, egal, was um dich ist, egal, wie deine Situation ist, freu dich. Eine ziemlich krasse Herausforderung. Und dann auch im zweiten Brief an die Korinther schließt Paulus mit einer Aufzählung von wichtigen Anweisungen, die er den Korinthern zum Schluss ans Herz legen möchte. Und er beginnt diese Aufzählung mit dieser Aufforderung. Das ist gleich das Erste, was er in dieser Aufzählung setzt, weil ihm das so wichtig ist. Zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Warum liegt Paulus die Aufforderung zur Freude so am Herzen? Dreimal fordert er die Philipper auf, sich zu freuen. Philipper 3, Vers 1 sagt er explizit, dass er diese Aufforderung ganz bewusst immer wiederholt. Und in Philipper 4, Vers 4 verstärkt er diese Aufforderung, indem er sie zweimal hintereinander sagt. Das ist ein Stilmittel der Betonung. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und dann als Abschluss vom 2. Korintherbrief, gleich als erstes platziert er diese Aufforderung zur Freude. Paulus war die Freude offensichtlich sehr wichtig. Von allen Anweisungen, die er den Christen, insbesondere denen in Griechenland gab, denn das waren alles Briefe an griechische Städte und Gemeinden, von all den Anweisungen, die er gab, war das die Anweisung, die er am meisten betont. Die Griechen gelten ja als Denker und Philosophen, die Griechen der damaligen Zeit, und offensichtlich brauchten sie ganz besonders diese Aufforderung zur Freude. Ich denke, Paulus war das so wichtig, weil er erkannte, was für eine Kraft darin liegt für die Christen, wenn sie sich freuen im Herrn. Paulus sah in dieser Freude offensichtlich einen Schlüssel für ein gesundes und für ein erfülltes Leben als Christ. Wir finden in der Bibel, in den Propheten, ein zentrales Wort zu dem Thema Freude im Nehemia. Hier steht, was diese Freude an Gott bedeutet und bringt. Nehemia 8, Vers 10. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Stärke kann man hier auch anders übersetzen. Das Wort, was hier im Urtext verwendet wird, kann auch heißen Schutz. Die Freude am Herrn ist eure Bergfestung. Die Freude am Herrn ist euer Zufluchtsort. Die Freude am Herrn ist die Quelle der Zuflucht. Das heißt, Freude gibt uns gerade in schwierigen Zeiten eine große Sicherheit und eine Geborgenheit. Das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Nun, was würdet ihr denken oder sagen, wenn ich zu euch jetzt so wie der Paulus auffordere, freut euch! Und nochmal sage ich, freut euch! Wie fühlst du dich? So mancher wird vielleicht denken, du weißt ja gar nicht, mit wie vielen Problemen ich gerade zu kämpfen habe. Du hast ja gar keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Stimmt's? Weißt du, wir haben viel Ähnlichkeit mit den griechischen Denkern, mit diesem griechischen Denken, diesem griechischen Lebenshaltung. Es muss alles logisch und stimmig sein, oder? Wenn es mir gerade nicht gut geht, dann kann ich mich doch nicht freuen. Das passt doch nicht. Fühlst du auch so? Geht es dir auch so? Aber genau diese Griechen, die ihr Leben sehr nach der Logik und nach der sichtbaren bzw. erfahrenen Realität ausgerichtet haben, gerade die fordert Paulus heraus. Freut euch! Und nochmals sage ich euch, freut euch! Und ich glaube, das hätte der Paulus auch uns mitteleuropäisch denkenden Menschen zugerufen, weil wir ähnlich wie die damaligen Griechen gestrickt sind. Freut euch! Nochmal, freut euch!
Aber wie kann ich mich denn auf Befehl freuen? Wie kann ich mich freuen, wenn es zu Hause drunter und drüber geht? Wenn es in der Arbeit drunter und drüber geht? Wie kann ich mich freuen, wenn es in meinem privaten Leben drunter und drüber geht? Kann ich denn über alle Probleme und Schwierigkeiten hinweg mich einfach so freuen? Ich denke ja, das ist möglich. Sonst hätte Paulus nicht so nachdrücklich und immer wieder dazu aufgefordert. In einem Punkt gebe ich dem Widerspruch recht. Ich kann diese Freude nicht selber machen. Das stimmt. Diese Freude, die völlig unabhängig von den Umständen uns aufbaut und stärkt, ist ein übernatürliches Geschenk Gottes. Wahre, echte Freude ist von Gott geschenkt. Ich kann es nicht selber machen. Das stimmt. Diese Freude, sie kommt aus einer innigen Liebesbeziehung mit Gott. Er ist immer gut und will immer das Beste für uns. Auf ihn können wir immer voll bauen und vertrauen. Das will ich dir zusprechen. Und das gibt uns eine übernatürliche Sicherheit, eine Geborgenheit und damit auch Frieden und Freude, so wie wir es in Nehemia 8, Vers 10 gelesen haben. Jesus sagt im Johannes 10, Vers 10, der zweite Teil, ich gebe euch Leben, überfließendes Leben. Und damit auch überfließende Lebensfreude, denn die gehört zu einem überfließenden Leben dazu. Das heißt also, wir können die Freude zwar nicht selber machen, aber was wir machen können, wir sorgen dafür, dass wir in diesem Zustand der Freude im Herrn leben. Wir müssen eins verstehen, es gibt einerseits Dinge, die uns dieser Freude berauben und andererseits gibt es Dinge, die diese übernatürliche Freude stärken und fördern. Und darauf will ich jetzt eingehen. Wir haben gesehen, dass wir diese Freude nicht aus eigener Kraft produzieren können. Sie ist ein Geschenk Gottes. Aber was wir machen können, ist, was uns diese Freude raubt, zu stoppen und stattdessen das zu machen und zu suchen, was die Freude stärkt. Amen. Dann lasst uns jetzt mal anschauen, was kann uns denn diese Freude rauben? Was sind die Dinge, die wir stoppen sollen, damit die Freude fließen kann? Eigentlich alles, was dem vollen Vertrauen auf Gott in meiner schwierigen Situation entgegensteht. Alles, was mir dieses Vertrauen in Gott raubt. Also zum Beispiel, wenn ich über die Situation klage, dann raubt es mir die Freude und das Vertrauen in Gott. Wenn ich negative Aussagen mache, raubt es mir die Freude und dieses Vertrauen in Gott. Wir sind so schnell dabei, negativ zu reden. Denn es entspricht ja der gerade erfahrenen Situation. Es ist der Ist-Zustand, wie ich ihn wahrnehme, gebe ich ja wieder. Und darum spreche ich darüber und sage lauter negative Worte und zementiere aber damit den Zustand. Das Dritte, was ich erwähnen möchte, was uns die Freude raubt, ist, wenn wir gegen die Situation, gegen die Umstände so innerlich rebellieren oder auch mit unseren Worten oder Taten rebellieren. Und ich möchte es auch ausdrücklich in Bezug auf die momentane schwierige Situation in dieser Corona-Krise sagen. Ich glaube, dass es uns die Freude am Herrn raubt, wenn wir gegen die Maßnahmen rebellieren und schimpfen. Es nimmt dich raus aus dieser Freude, aus diesem Frieden mit Gott, aus dieser Freude am Herrn. Du kannst dich nicht am Herrn freuen und rebellieren und schimpfen. Wir müssen verstehen, immer wenn uns eine Situation stresst, egal was es ist, immer wenn du dieses Stressgefühl hast und in dir was brodelt, da ist Rebellion im Spiel. Und Rebellion ist das Kennzeichen vom Teufel.
Das war der Grund, warum er aus dem Himmel geworfen werden musste. Und sie schafft diese Rebellion, diese Spannung in uns, die schafft in uns einen Unfrieden und raubt uns damit diese göttliche Freude. Lasst uns dieses Gefühl von Gestresstsein nicht zulassen. Sondern, und ich glaube, das will Paulus hier auch ausdrücken, wenn er immer wieder auffordert, sich zu freuen. Lass dieses Gefühl des Gestresstseins nicht zu, sondern vertrau die Situation, die durchaus menschlich dich überfordern kann, vertrau diese Situation einfach Jesus an und lass los. Lass es los bei ihm. Vertraue, dass er etwas Gutes daraus macht, denn er will nur das Beste für dich. Und wenn wir dieses Gefühl, was in uns aufkommen will, am Kreuz abgeben, bei Jesus abgeben und sagen Nein dazu und es so loslassen, das ist diese Sanftmut, die das Gegenteil von Rebellion ist. Das ist das, was Jesus ausgezeichnet hat. Dann noch ein vierter Punkt. Was raubt mir das Vertrauen auf Gott und damit die Freude am Herrn? All das, was ich ansehe oder anhöre, was mir den Glauben an Gott, Gottes übernatürliches Handeln in der Situation schwächt. All das, was ich anschaue, was in mir diese Rebellion oder dieses Antigefühl gegen die Situation stärkt. Ich möchte euch Mut machen, einfach die Dinge auszublenden, wegzulassen. Wir meinen, wir ziehen damit, wir müssen uns eine Meinung bilden oder eine objektive Meinung bilden und ziehen uns alles Mögliche rein. Aber es macht auch etwas mit uns, was wir anschauen und anhören. Und werd sensibel dafür, was raubt mir die Freude am Herrn? Lass das weg. Mach das aus. Ich spüre so manchen Beitrag, den ich zugespielt bekomme, dass das in mir eine Unruhe, eine Unmut auslöst. Und ich stoppe es. Ich muss nicht alles wissen. Gott hat die Kontrolle über alles. Gott ist in Control. Und das befähigt mich, auch es einfach loslassen zu können. Und ich stärke mich in dem, ja, da komme ich nachher dazu, was den Glauben an Gottes übernatürliches Handeln in der Situation stärkt. Und als fünftes möchte ich noch erwähnen, und das ist ein ganz entscheidender Punkt auch, was raubt mir die Freude und das Vertrauen auf Gott? Es ist, wenn ich der Angst Raum gebe. Angst zerstört die Freude. Angst zerstört das Vertrauen auf Gott. Du musst dich entscheiden. Höre ich auf diese Angst? Lasse ich mich ein auf diese Angst? Oder stelle ich mich dagegen und sage, nein, ich vertraue meinem Herrn? Aber jetzt wollen wir auf das sehen, was stärkt und fördert diese übernatürliche, göttliche Freude an Gott. Was sollen wir machen? Da möchte ich als erstes erwähnen, bring ausdrücklich der Dankbarkeit, sprich Dankbarkeit aus. Bring Dankbarkeit zum Ausdruck. Am Morgen, wenn ich übe mich da drin, und am Morgen, wenn ich aufwache, blicke ich meistens so auf Gott und sage, schau, für was kann ich danken, und danke ihm. Ich danke ihm für diesen neuen Tag. Ich danke ihm, dass ich so gut schlafen konnte oder dass ich so schön wohnen darf. Ich danke ihm für Dinge, die gelungen sind. Ich danke ihm für einfach die Dinge, mit denen er mir Freude gemacht hat. Ich schaue auf die Dinge, für die ich dankbar sein kann. Von den Umständen weg, auf die Dinge, die mir gut getan haben, und sage ihm bewusst Dankeschön. Danke, Papa. Auch ich ist so ein bewusstes Blicken auf den Vater im Himmel, der mich versorgt mit allem, was ich brauche. Dankbarkeit, das fördert und stärkt diese Freude in Gott. Das erzeugt so eine Freude. Ich spüre dann einfach so einen Frieden und ein wohliges Gefühl, wenn ich Dankbarkeit ausspreche. Das macht etwas mit mir, indem ich es gut in Gedanken oder auch laut ausspreche.
Dankbarkeit ist ein ganz entscheidendes Mittel, für, um die Freude in Gott zu stärken. Dann das Zweite, das ich erwähnen möchte, es ist so wichtig, dass wir die Beziehung zu Gott stärken, durch Bibellesen, durch Lobpreis und durch Gebet. Wenn wir zurück uns erinnern an Philipper 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Es geht also um Beziehung mit Gott. Aus dieser Beziehung mit Gott kommt diese wirkliche göttliche Freude. Je stärker diese Beziehung mit Gott ist, desto stärker ist auch diese Freude an und in Gott und diese Lebensfreude da. Das Dritte, was ich erwähnen möchte, die größte Freude, die ich erfahren habe, war, als ich mit dem Heiligen Geist getauft worden bin. Als ich Pfingsten so erlebt habe, wie es die Jünger in Jerusalem am Pfingsttag erlebt haben. Erfüllt mit dem Heiligen Geist sein, bringt ganz viel Freude. Der Heilige Geist bringt dieses Freudenöl in dein Leben hinein. Sei erfüllt mit Heiligen Geist. Schau, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und wenn es auch mal erfordert, so wie Jesus die Jünger auffordert, wartet, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Das hat 10 Tage gedauert. Aber sie haben den Heiligen Geist vom Vater bekommen. Es ist das Geschenk des Vaters an uns. Das größte Geschenk, was der Vater uns machen konnte, außer der Tatsache, dass er seinen Sohn für uns gab am Kreuz. Was stärkt noch die übernatürliche Freude in Gott? Das Vierte, was ich erwähnen möchte, wenn wir Jesu größtes Gebot befolgen, das fördert diese Freude in Gott. Und das ist das größte Gebot, finden wir in Markus 12, Vers 30 bis 31. Wenn wir Jesus, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus all deinem Herzen heraus und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir dieses Gebot der Liebe erfüllen, das bringt Freude in dein Leben. Es lohnt sich, dieses Gebot Jesu zu befolgen, weil das verändert dein Leben. Es ist zwar ein Geben, aber es verändert dein Leben. Es ist ein Investieren, aber es verändert dein Leben. Es bringt Freude in dein Leben. Und als Fünftes möchte ich erwähnen, was bringt diese übernatürliche Freude Gottes in mein Leben, wenn ich den Auftrag erfülle. Den großen Auftrag, den Jesus gegeben hat. Lesen wir Ende von Markus oder am Ende von Matthäus, Matthäus 28, Vers 19. Macht alle Völker zu Jüngern Jesu, tauft sie und lehrt sie. Wenn wir das umsetzen, wenn wir da rein investieren, unsere Zeit, unsere Kraft investieren, wird das Freude in deinem Leben hervorrufen, weil du wirst Frucht sehen und das macht Freude. Und da kommt einfach was Übernatürliches passiert in deinem Leben, indem du den Auftrag Jesu ausführst. Und als Letztes, ein Sechstes, möchte ich sagen, die Freude im Herrn wird gestärkt und wächst, wenn wir Sätze aussprechen, die Glauben an Gott zum Ausdruck bringen. In unserer Beziehung zu Gott bekommen wir oft durch den Heiligen Geist einen Eindruck, wie Gott die Situation sieht. Und was er Gutes aus dieser Situation wirken möchte. Wenn wir sensibel sind und auf den Heiligen Geist hören, wird er uns das offenbaren. Und wir werden auf einmal die Situation, in der wir vielleicht stecken, aus einer ganz anderen Perspektive sehen, nämlich aus der Perspektive Gottes. Und Gott hat was vor in deinem Leben. Und er hat was vor. Aus jeder Situation, in der du stehst, hat er was Gutes vor. Hat er gute Pläne. Wir lesen es in Römer 10, Vers 28. Ja, wenn wir Gott lieben, dann werden uns alle Dinge zum Besten dienen. Auch die Dinge, die wehtun, auch die Dinge, die wir gar nicht lieben, sie werden zum Besten dienen. Gott wird aus jeder Situation, die Situationen kommen nicht unbedingt von Gott, sie kommen nicht von Gott. Alles Negative kommt vom Feind und er will uns stören und zerstören und rauben. Aber Gott lässt es zu. Und Gott ist in Kontrolle. Und Gott hat aus jeder dieser Situationen, will er was Gutes machen. Gott wird jede Krise dazu nutzen, dass wir danach gestärkt und gesegnet sind und gestärkt und gesegnet daraus hervorgehen, wenn wir ihm glauben und ihm vertrauen.
Aus dem sehen wir jetzt, es ist ganz entscheidend, was aus unserem Mund kommt. Und auch wie wir handeln. Insbesondere dann, wenn wir in einer schwierigen Situation sind. Was wir sagen, entscheidet, ob wir mit dieser übernatürlichen Freude im Herrn beschenkt werden und diese Freude zunimmt, oder ob wir Freude und damit auch Lebensfreude verlieren. Das, was wir sagen, entscheidet. Das, was wir tun, entscheidet, ob Freude da ist oder nicht. Und diese übernatürliche Freude im Herrn ist das, was dann unser Handeln bestimmt. Unser Handeln, das dann zum Besten führt, was Gott zum Guten benutzen wird. Und das möchte Gott. Gott will nur das Beste für uns. Und er will uns führen und zeigen und inspirieren, dass wir das tun, was uns wachsen lässt in der Situation. Jesus hat ein Leben im Überfluss für jeden von uns. Und wir sind nicht nur mit Freude gesegnet, es erfüllt uns dann auch ein großer innerer Frieden und dieses Gefühl von Geborgenheit. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, unser Schutz, unsere Zuflucht. Diese Geborgenheit kommt daher. Wenn die Freude da ist, dann ist auch dieses Gefühl, sicher beim Papa zu sein, da. Beziehungsweise, wenn wir diese Freude verspielen, wird unser Handeln zu unserem Nachteil ausfallen. Es wird uns dazu bringen, dass wir Dinge tun, die nicht zu unserem Segen und nicht zu unserem Wachsen dienen. Und oft verrennen wir uns dann in der Krise, wenn wir nicht diese Freude im Herrn suchen. Wir brauchen also die Freude am Herrn, um auf einen guten Kurs zu laufen. Und ich zitiere jetzt nochmal die Aufforderung von Paulus aus Philipper 4, Vers 4. Freut euch und nehmt das Wort so richtig jetzt in euch hinein. Nehmt es als eine Aufforderung Gottes und des Heiligen Geistes an dich. Nimm es für dich. Freut euch, freu dich, was auch immer geschieht. Freu dich darüber, dass du mit dem Herrn verbunden bist. Und nochmal sage ich, freu dich. Oder nochmal nach der anderen Übersetzung. Freut euch zu jeder Zeit, egal wie die Umstände sind. Freu dich, denn ihr gehört zum Herrn. Ich wiederhole es, lebt voller Freude. Und das setzt du um, indem du dir das Denken Gottes aneignest. Also so denkst, wie Gottes Wort es uns zeigt. Indem du glaubensvoll denkst und Gott voll vertraust. Du setzt das um, indem du im Glauben sprichst und Gottes Gedanken über Situationen aussprichst. Zitiere dazu Gottes Wort. Gottes Wort spricht in so viele Situationen in unserem Leben hinein. Nimm diese Worte, sprich sie aus, sprich Gottes Gedanken über der Situation aus. Und du setzt das um, diese Freude am Herrn, diese Aufforderung setzt du um, indem du Jesu größtes Gebot und seinen großen Auftrag umsetzt. So wirst du ein Leben im Sieg, in Freude, im inneren Frieden und im vollen Segen leben. Das hat Gott für dich bereit. Hol dir seine Freude. Sie gehört dir. Gott hat das bereit für dich. Amen. Ich hoffe, ich habe euch anstecken können und eine Sehnsucht wecken können in eurem Herzen, diese Freude zu suchen und zu investieren, dass diese Freude ganz viel Raum in mir bekommt, in dir bekommt, in deinem Leben bekommt und du wächst in dieser Freude im Herrn. Ich möchte jetzt euch die Gelegenheit geben, auf das Wort zu reagieren. Lasst uns mit dem, womit wir die Freude im Herrn gedämpft haben, als erstes mal zum Kreuz bringen. Zum Kreuz damit kommen und die damit verbundene Last am Kreuz ablegen und Jesus um Vergebung bitten. Lasst uns dazu aufstehen. Ich bitte euch einfach aufzustehen und du darfst es laut mitbeten und zu deinem Anliegen machen.
Können wir zusammen lesen? Herr Jesus, vergib, wo ich gegen schwierige Situationen, die zwar nicht von dir kommen, die du aber doch zugelassen hast, rebelliert habe. Vergib, wo ich nicht dir vertraut habe, dass du was Gutes daraus machen wirst. Jesus, vergib, wo ich gemurrt habe. Vergib, wo ich darüber geklagt habe. Vergib, wo ich im Unglauben gesprochen habe und damit gesündigt habe. Vergib, wo ich Dinge angeschaut und angehört habe, die mir den Glauben an Gottes übernatürliches Wirken und Handeln geschwächt haben. Vergib mir, wo ich der Angst Raum gegeben habe. Amen. Und jetzt bitten wir Gott, dass er uns diese übernatürliche Freude und Lebensfreude zurückgibt. Sie steht uns von Gott zu. Und wir auch dazu können wir zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du nur gute Gedanken und Pläne für mich hast. Ich entscheide mich, in jeder Situation ganz dir zu vertrauen. Ich glaube, dass du mich auch durch jede schwierige Situation stärken und segnen wirst und mich daran wachsen lässt. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner göttlichen Freude. Zeige mir durch deinen Geist und durch dein Wort, was Gottes Pläne und Gedanken über mir sind. Ich will sie im Glauben über mir aussprechen. Ich möchte dich von ganzem Herzen lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich will diese gute Botschaft von dir in meinen Mitmenschen sagen und ihnen deine Liebe durch gute Gaben, Taten weitergeben. Danke für das große Geschenk der Lebensfreude, das du mir gibst. Ich nehme diese göttliche Freude mit großer Dankbarkeit in mein Herz auf. Amen. Jetzt werden die Musiker zum Abschluss noch uns einen Segen singen. Und bei dem Amen, was sie singen, könnt ihr dann von Herzen mitsingen und einfach so den Segen Gottes und seinen Frieden und seine Freude aktiv in Empfang nehmen. Okay? Seid gesegnet. Segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Dich,
lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir. Euch zum Abschluss des Gottesdienstes eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun und mit investieren in den Bau vom Reich Gottes. Für die Menschen am Livestream haben wir euch die Daten eingeblendet und ihr findet sie auch in der Videobeschreibung. Und für die Menschen, die hier sind am Ausgang, findet ihr einen Opferkorb. Fühlt euch einfach frei, zu nichts gezwungen. Genau, und wenn ihr auch in Kontakt kommen wollt, wenn du vielleicht das erste Mal hier bist oder das erste Mal den Livestream angeschaut hast, wenn du Fragen hast, wenn du gerne Teil von dem Hauskreis werden möchtest, dann darfst du uns gerne schreiben. Wir würden uns freuen, mit euch in Kontakt zu kommen. Und genau, ich wünsche euch eine schöne und gesegnete Woche. Habe ich schon mal gesagt, ich sage es nochmal, weil ich es wirklich euch wünsche. Feiert eure Mamas, feiert euch selber, wenn ihr Mamas seid. Und ja, seid gesegnet.